Tierfreundinnen und Tierfreunde. Der vor einer Woche vorgestellte freundliche Familienhund Balu, der mit seinen Menschen nicht mit in die neue Wohnung ziehen durfte, hat bisher leider keine Interessenten gefunden. Vielleicht hat er noch Glück und es werden seine neuen Menschenfreunde auf ihn aufmerksam. Denn für Balu wäre es sehr wichtig, so schnell wie möglich wieder Sicherheit und Bezugspersonen zu haben. Heute stellen wir als erstes ein dreifarbiges Kätzchen vor. Es lief am vergangenen Samstag einem Mann zwischen Freudstedt und Hörselgau hinterher. Die Mieze wirkte sehr gestresst und suchte Menschenkontakt. Vielleicht ist sie zu weit von zu Hause weggelaufen und konnte sich nicht mehr orientieren. Der Finder brachte sie zu ihrer Sicherheit zu Archinoa. Die Katze ist sehr mager und vielleicht schon länger unterwegs. Im Tierheim wurde sie auf ungefähr 1,5 bis 2 Jahre geschätzt. Das Glückskätzchen, wie die dreifarbigen auch genannt werden, sitzt nun etwas verstört im Quarantänekäfig und würde sich bestimmt sehr freuen, wenn die Besitzer es schnell dort abholten. Vielleicht wird die besondere Katze ja auch von Freunden oder Nachbarn ihrer Menschen erkannt. Weiter geht es mit einem ganz verspielten Tigerchen, das ehrenamtliche Tierheimmitarbeiter in einem Graben gleich neben dem Tierheim gefunden haben. Das kleine Katerchen wird auf ungefähr 5 Monate geschätzt. Tierheimleiterin Katrin Mattes glaubt, dass das Tigerchen ausgesetzt wurde. Ein wild geborenes Katzenkind ist der kleine Kater nicht, denn dafür ist er viel zu anhänglich und menschenbezogen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit möchte der kleine Kerl spielen und die Welt erkunden. Für das Tigerchen sucht Katrin Mattes ein Zuhause mit Freigang. Das Katerchen wäre in einer Wohnungshaltung sicher nicht ausgelastet. Natürlich braucht es erst eine Eingewöhnungszeit im neuen Zuhause, bevor es seinen Außenrevier erkunden darf. Und das sollte nicht an stark befahrenen Straßen sein. So junge, unerfahrene Katzen werden nur allzu oft überfahren. Das Tigerchen wurde in der Arche Noah schon kastriert, sodass es auf seinen Streifzügen später nicht für unerwünschten Katzennachwuchs sorgen kann. Der lustige Kerl bringt mit Sicherheit viel Freude in den Alltag seiner neuen Besitzer.